Yeah, Future Trend 2011. Überall Kameras, überall Polizei, überall wird gefilmt, überall live dabei, überall registriert, überall Sicherheit, überall ist sicher, dass hier nicht sicher bleibt, überall wird alles aufgenommen. Wann bin ich gegangen und wann bin ich nach Hause gekommen? Sie wissen alles, Vaterstaat ist überall, auf unsere Freiheit ist das ein Überfall, überall im Internet, am Telefon, der Terrorismus rechtfertigt das schon, am Bahnhof, zu Hause oder der Bank, geparkt an der Tanke, ach verdammt, das ist krank, auf Schritt und Tritt, verfolgt und begafft, mit wem man sich trifft, was man isst und so macht, kaum ein toter Winkel, kaum ein Freiraum, und wenn er doch da ist, dann werden sie bei uns vorbeischauen, Kameras, Polizei, Kameras, Polizei, Kameras, Polizei, der Gesetzgeber baut auf dich und deine Rechte ab. Es scheint so, als hätte Georgie wohl recht gehabt. Faktisch war er ein bisschen naiv, denn was es heute gibt, ist nicht 1984, sondern praktisch vielmehr wie am 2011 und sind Teil einer völlig verzweifelten Welt, wo die Reichen in Geld schwimmen wie Dagobert Duck und im Rest wird das Leben in Armut verbracht. Und auch wenn der Staat verhasst ist, schafft er es doch, dass Armut normal wird und Knast und auch Cops und die Zeit noch nicht da ist, wo viele sich fragen, wieso wurden die trainiert, auf und niederzuschlagen und die Angst vor einem Anschlag Gedanken erstickt, wen im Endeffekt wirklich der Panzer beschützt. Polizei, Kameras, Polizei, kaum ein Freiraum, da folgt uns mit Kraft. Polizei, Kameras, Polizei, Kameras, Polizei, auf unsere Freiheit ist das ein Überfall. Das ist nicht RTL 2 oder RTL Super, das ist unser Leben und ihr seid nicht unser großer Bruder. Bald geh ich nur noch Vernunft vor die Tür. Ihr zwingt uns dazu, sagt, was wollt ihr denn hier? Was wollen sie von dir und was wollen sie von mir? Etwa von uns eine Doku drehen, als wären wir ein Tier. Dieses Land ist ein Schrottplatz, sowas von hässlich. Und rennt man hier draußen rum, ist man sofort verdächtig. Das ist nicht Sat.1, das ist tatsächlich Krieg, wo sich Spielsatz und Sieg via Spähsatellit entscheiden und die Wohnung des Ziels observiert und dann mittels einer Drohne erschießt, wo es jeder Band macht, problemlos gelänge, jede Großstadt der Welt etwa 10-mal zu sprengen. Weil Flugscharen nicht reichen, werden Schwerter verteilt und statt Freiraum zu schaffen, die Erde befreit.